So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Zombies Ate My Pizza. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt und einige Dinge herausgefunden. Ich starte mal los und zwar bin ich jetzt bei der zweiten Map Military Base. Genau. So, und man kann diese Stamina, die man ansammelt, auch Browser-Game-typisch ausgeben, wenn man offline ist. Dann hat man zwar nicht alles so in der Hand, wie man ja normal hätte, wenn man sonst spielt, aber das ist wohl auch eher so drauf ausgelegt, bisschen am Tag spielen oder eben das Ganze automatisiert machen. Nämlich, obwohl das... Moment, ich mache das mal durch und danach zeige ich das vielleicht. So, mal schauen. Selbst wenn mich die jetzt treffen würden, die richten kaum Schaden an. So, andere Musik. Hier eine Granate hineingeschmissen und alle gehen down. Und Stage clear. Gut, das war noch recht easy. Alles einsammeln und wieder zurück. Oh, hier geht's weiter. Sie riecht Pizza. Okay, es hat jemand überlebt. Seltsam. Warum haben wir diese Person noch nicht gefunden? Das weiß nicht mal Doppel-D. Auch sie nicht. Doppel-D und fast nackig. So, neuer Rekord. 31 Sekunden. Ja, wenn das nicht mal eine Lobeshymne wert ist. So, Quest erstmal abgegeben. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren, oder? Was ich herzeigen wollte. Moment, Quest complete. Im anderen Gebiet hat es auf jeden Fall funktioniert. So, go back to the plaza. Genau, wenn man einmal ein Gebiet hier freigespielt hat, geht es zum Button Blitz. Hier kann ich jetzt eingeben. Möchte ich einmal, zweimal, drei, vier, fünf. Und dann, oder zehn. Einmal kostet 5 Stamina. Verbraucht einen von diesen Attack Crystals, die ich hier schon gelootet habe. Und danach macht mir der hier in 3 Minuten das Ganze automatisch. Auch wenn ich mich auslogge. Das heißt, wenn man mal an einem Tag nicht so viel Zeit hat, jo, kann man hier AFK praktisch seine Runden spielen. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht so ganz. Ob man da Vorteile hat, wenn man aktiv ist, ohne diesen Blitz. Aber allgemein, ja, ist mal was anderes. Beziehungsweise, naja, nichts anderes, denn das gibt es schon häufiger in Browser-Games. Vor allem dieses Konzept, mal reinschauen und fertig. Und man bekommt eben immer 2, wie es aussieht. Ja, das war jetzt mal... Hallo, vor allem, wozu sind hier nochmal 4 Stellen? Da kommt man ja nie hin. Ich hoffe jetzt schön langsam, ansonsten muss ich dann offscreen ein paar Dungeons machen, dass es interessanter wird. So, ich kann Belohnungen einsammeln. Wenn man online ist, gibt es immer... Ah, genau, das sind vielleicht die Belohnungen. Dafür, wenn man spielt. Wenn man online ist, hier habe ich jetzt ein paar 1000 Gold bekommen. Und in einer halben Stunde gibt es wieder was. Dann 30k. So, ein geheimer Ausgang. Und ich muss neue Dinge kaufen, so lautet die Quest. Buy a new weapon. Das klingt interessant. So, nur wo? Hallo, lass mich hier kaufen. Eine AK-47, die habe ich doch schon, oder? Hallo, die habe ich. Das ist doch meine Waffe. Oh nein, AR-47 habe ich. So, so. Na dann nehme ich doch die AK. Genau. Jetzt mal hier hineinschauen. Die muss ich natürlich noch ausrüsten. Equip. Und ich stufe sie auch noch ein bisschen auf. So, Level 4 sollte drin sein. Genau. Jo, sehr schön. Eine AK. Na, ich bin gespannt. Ich dachte, ich hatte schon eine AK. Aber ich hatte eine AR. Was auch immer eine AR ist. So. Jo, habe ich doch schon. Mann, Mann, Mann. Die denken, ich schlafe oder was? Ich mache das hier schon alles on the go, on the fly, out of the box, was auch immer.
Und warum zur Hölle haben die alle schon Flügel? Und ich nicht? Ich fühle mich so einsam. Moment, hier, was geht denn? Woher hast du Flügel? Wings. Die Brass Wings. Ja, will ich auch haben. Und was hast du? Warum habt ihr alle schon was? Die Schwarzeisenflügel. Naja, die haben's wohl drauf. So. Na dann, ab zum nächsten Dungeon. Später dann ins Gym, in die Turnhalle. Oh mein Gott! Die gehen down wie Butter. Ich komme mir so OP vor. Ich habe doch gar nichts gemacht hier. Was soll denn das? Ich könnte... Moment, könnte ich mit geschlossenen Augen hier durch einen Dungeon? Ich denke schon. Bei den anderen Games, so in dem Genre, die ich kenne, da zählt jeder Treffer. Da verliert man gleich mal 25% oder so, wenn man von einer ordentlichen Granate weggebombt wird. Aber hier, das ist ja Kinderkram. Das ist ja gar nichts. Stage clear. Ich wurde 10-mal getroffen und habe nicht mal 100 Lebenspunkte verloren. Doch, 109 oder 100... Egal, ich muss jetzt nicht rechnen. Muss man jetzt nicht. So, jetzt wird geballert. Zombies. Oh, Doppel-D. Fast nackig. So, durch die Turnhalle. Woher wusste ich das nur? Woher wusste ich das? Zuerst aber sollten wir uns mal neu ausrüsten, meint er. Jo, was haben wir denn? Was haben wir denn? Vielleicht bekomme ich ja jetzt Flügel. Und dann singe ich wie R. Kelly. I believe I can fly. Quest completed. Oder so. So, nächste angenommen. Wie hoch bin ich jetzt? Level 14? Aha. Das geht ja echt ziemlich schnell. Aber ich muss sagen, das finde ich gemütlich, dass man hier auch offline die Kämpfe machen kann. Iceberg! So, rein damit. Denn dann kann ich schon mal vorarbeiten sozusagen, dass ich dann im nächsten Video viel weiter bin und interessantere Dinge herzeigen kann. So, was macht der Eisberg? Oh! Ja, toll. Das wusste ich nicht, dass der direkt ausgelöst wird. Ich dachte, da habe ich dann auch so eine Markierung. So, okay, die Waffe geht hier schneller weg. Die Muni. Jetzt kommt mal ran hier. Passt auf. Bam! Oh, nice. Ich komme mir vor wie ein Game Master hier, der einen überkrassen Charakter hat. Das kann ja nicht so weitergehen. So, aber es gibt wenigstens eine Story, wenn man das so nennen kann. Oh, ein harter Kampf erwartet uns beim Ausgang aus dieser Turnhalle. 30 Kills, neuer Rekord. Hier hat nicht mal nur annähernd eine Runde eine Minute gedauert oder so. So. Hier steht meine nächste Waffe, die ich bald freischalten werde. M205. Auch hier habe ich keine Ahnung, wofür oder was das für eine Waffe ist. So, weiter geht's. Ich soll dreimal meine Ausrüstung verzaubern. Mhm. Einmal hier meine Handschuhe. Dadurch bekomme ich mehr Damage und das kostet 200 Gold. Naja, hab ja genügend. So, dann meine Jacke noch. Und meinen Ring. Meine Halskette kann ich auch mal machen. Doppelte HP, ich hab ja so wenige. Bin ja immer fast am Sterben. So, okay. Und abgeben. Feels good, don't it? Obwohl eher... Nein, das war auch eher Hexenstimme. Egal. So. Ich soll... Okay, wieder kämpfen. Nächste Quest. XP steht hier dran. Recommended a Level 15. Mhm. Hier geht es immer so weiter. Okay, da warten aber hoffentlich noch einige von diesen Dungeons. Was sind das für Gegner? Oha. Schön langsam geht es los.
Die sehen irgendwie anders aus als die normalen Zombies hier. Als ob sie nicht zum Konzept dazu passen würden. Der ist auf Drogen. Er hat die Tollwut. Wow. Hoffentlich wird's mal stärker. Oh, der ist noch am Leben. So. Dass es hier nicht so aussieht, als müsste ich nichts machen. Eisberg! Bam! Boah, die gehen dann alle down? Das geht ja mal gut ab, muss ich sagen. So, kommt her. Eisberg! Oh, nice one. Ich habe gefunden den Rockford. Oder den oder die. Aha. Ein cooler. Sei vorsichtig, sagt er mir. Und das werde ich. Ich werde vorsichtig sein. Wo ist er hin? Er hat mich gerettet vor der Explosion. Rockford, mein Held. Komm zurück, sieh meine Doppel-D-Dinger an. Fällst du nicht sofort in Love mit denen? Mann, oh Mann. So, das Übliche. Wie wär's mal mit Items? Ich habe hier ein fettes Inventar, was man gar nicht von Free-to-Play-Spielen kennt. Und dann bekomme ich nie was. Eventuell neue Skills oder ist das alles automatisch? Könnte ich upgraden? Ja, Logo. Dann mal den Eisberg. Der sieht ganz nett aus. So. Das schwarze Loch. Aha, das betrifft die Bosse nicht. Die wirken da nicht. Aha, aha. Okay, aber das ist ja auch mal ein Ding. Da steigt ja fast gar nichts. 2,5% für ein Level. Das ist ja eher wenig, da warte ich noch. So, Quest abgeben. So weit laufen immer. Hei, hei, hei. Und dann noch diese schwierigen Quests. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin muss. Muss immer ewig suchen. So, jetzt muss ich nochmal. Ah, bei Nacht. Gym Day, Gym Night. Jim hat immer recht. Aber mit J, nicht mit G. Und auch ohne Y und so weiter. So, schon langsam werden sie doch ein bisschen schneller, die Mobs. Der kann sich zu mir teleportieren. Ins schwarze Loch. Nice, nice. Was sind das denn? Ah, hier steht Zombie Dog. Die Zombie-Hunde. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Ah, da hinten eine Bombe. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dynamit hier. Ganz uncool. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Okay, schön langsam werden die Gegner stärker. Genau das habe ich mir gewünscht. Jetzt muss man auch mal aufpassen. So ist es fein. Neue Skills von den Mobs. Und jetzt geht mir die Muni aus. Aha. Muss ich mal mit der Secondary ballern. Das kenne ich bisher noch nicht. So Mana oder so gibt es hier gar nicht. Ich kann die Skills eigentlich immer verballern, wenn ich mal treffen würde. Mit dem Iceberg. So, okay. Ui, wer bist du? Ha, das geht sogar auf Bosse. Nice, Nelson. Heißt der hier. Oh, man sieht sogar, wo der Gegner hin springen wird. Ich denke, das wird noch sehr herausfordernd später. Das ist nur am Anfang hier so easy. Genau. Nice one. Und wieder erledigt. Da-da-dan. Gib mir mal ein Item oder so. Mann. So, Rockford ist auch hier nicht zu finden. Wir werden ihn schon noch sehen. Still a better love story than Twilight. Oder so. Genau. Okay, warum auch immer die hier schon mit Flügeln herumlaufen. Ich werde jetzt erstmal Rockford ein bisschen weitersuchen und meine Stamina ausgeben, während ich mir jetzt Twilight reinziehe. Oder so, nicht? Genau. Und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter aus der Welt von Samp. Spiele drin, oh Spiele drin, unser Chilling Chill.